Wie soll die Globalisierung angesichts schwieriger Zeiten weitergehen? Und wie könnte der Wohlstand besser verteilt und der Klimaschutz begrenzt werden? Der Global Solutions Summit will eine bessere Politik für das Gemeinwohl erreichen. Dazu sollte eigentlich auch gehören, die wirtschaftliche Erholung in der Zeit nach der Corona-Pandemie zu unterstützen. Das Treffen soll hochrangige Regierungsvertreter und führende Wissenschaftler zusammenbringen, außerdem Wirtschaft und Nichtregierungsorganisationen. Überlagert wird die Veranstaltung vom russischen Angriff auf die Ukraine. Und wir schalten vor Ort nach Berlin, wo der Global Summit stattfindet, zu Martin Adam. Die Veranstaltung, wie gesagt, findet vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine statt. Wie stark wirkt sich denn der Angriff Russlands aus? Ja, es gibt hier auf dem Global Solutions Summit, der heute in Berlin gestartet ist, im Grunde keinen Redebeitrag, keine einzige Aussage, die auskommt, ohne Bezug zu nehmen auf den Krieg in der Ukraine. Der Global Solutions Summit oder die dahinterstehende Initiative ist ja im Grunde eine Art Meta-Think-Tank, ein Think-Tank-Netzwerk, was sich zur Aufgabe gemacht hat, Politik und auch Wirtschaft zu beraten, mit dem Ziel, eben gerade wirtschaftliche Entwicklung zu verbinden mit dem Beachten des Klimawandels, also dem Kampf gegen den Klimawandel und auch sozialer Gerechtigkeit. Die Rede ist hier vom Recoupling, also der Wiederverbindung von ökonomischer Entwicklung und im Grunde Nachhaltigkeitskriterien. Und über all diese Themen kann man natürlich jetzt nicht mehr diskutieren, ohne jeweils auch immer in die Ukraine zu schauen und zu sagen, das und das ist der Plan, so ist der, die politische Lage zulässt. Jetzt hat ja Wirtschaftsminister Habeck gerade gesprochen. Er war vor kurzem zum Beispiel in Katar, um Deutschland unabhängiger von der russischen Energieversorgung zu machen und Alternativen für Öl- und Gasgeschäfte zu vereinbaren. Eigentlich sollte es ja auf dem Gipfel darum gehen, globale Lösungen, Sie haben es auch gerade genannt, im Bereich des Klimawandels zu finden. Wie sieht das jetzt aus? Ja, Wirtschaftsminister Robert Habeck hat sich hier mit einem kurzen Video-Statement zu Wort gemeldet. Und auch darin hat man das ganz deutlich gesehen, dass im Grunde die Grundaussage oder die Grundhaltung auch seines Redebeitrages ein jetzt erst recht und trotzdem, trotz des Krieges, dieser Krieg hat uns, sagt er, im Grunde vor Augen geführt, dass wir jetzt erst recht darauf achten müssen, dass wir unsere Energieversorgung diversifizieren und implizit auch umstellen, also wegkommen von fossilen Energieträgern. Robert Habeck ist nicht im Detail auf seine Reisen nach Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate eingegangen. Er sagt aber trotzdem, das war eine ganz klare Aussage, trotzdem, auch wenn wir jetzt im Grunde subventionieren, dass Benzin billiger wird, dass mit Gas geheizt wird, auch wenn wir da jetzt staatliches Geld reingeben, trotzdem werden wir, sagt er, den grundsätzlichen Transformationsplan weiterverfolgen und eben weiter die Energie- und auch die Verkehrswende vorantreiben müssen. Energieversorgung, erneuerbaren Energien, Sie haben es auch gerade schon kurz angesprochen. Was wird denn auf dem Summit an konkreten Fragen und Ideen besprochen? Also das Summit ist ganz klar ein Diskussionsforum, wo also auch zum Teil sehr weitreichende Ideen und Visionen besprochen werden. In dem Panel, wo Robert Habeck sich am Anfang gemeldet hat, geht es zum Beispiel ganz konkret dann doch um die Frage, wie lässt sich eigentlich Wohlstand messen abseits der klassischen ökonomischen Kriterien, also abseits der puren Fixierung auf das Bruttoinlands- und Bruttosozialprodukt. Und da ging es um den sogenannten SDP-Index, also ein Index, bestehend aus 17 Nachhaltigkeitskriterien. All das ist nicht ganz neu. Das gibt es schon auch seit ein paar Jahren. Aber die Idee ist, wie kann man das eigentlich immer weiter, oder die Frage ist, wie kann man das eigentlich immer weiter vorantreiben? Wie kann man das immer konkreter auch anwenden? Eben auch da hat es wieder eine Rolle gespielt, gerade jetzt vor dem Hintergrund des Krieges. Wie kann man politisches und wirtschaftliches Handeln daran messen, dass es eben nicht nur finanziell erfolgreich ist, sondern dass eben auch die Natur geschont wird und dass Menschen auch sozial gerecht leben können. Neben dem gerade bestimmten Thema von Frieden in der Ukraine und in der Welt, haben Sie jetzt auch gerade gesagt, geht es um den Kampf gegen den Klimawandel und eine gerechte Verteilung von Wohlstand. Sind da am Ende auch Ergebnisse zu erwarten?
Nein, konkrete Ergebnisse wird es hier nicht geben. Der Bundeskanzler Olaf Scholz ist heute Nachmittag noch eingeladen. Bundesfinanzminister Christian Lindner wird auch da sein. Auch Entwicklungsministerin Svenja Schulze und auch Umweltministerin Steffi Lemke. Also relativ hochkarätig besetzt dieses Summit. Aber es ist, wie ich schon sagte, per Definition eine Diskussionsplattform, ein Ort, um sich auszutauschen. Konkrete Beschlüsse wird es hier nicht geben. Wenngleich Robert Habeck sagt, die Bundesregierung verfolgt das sehr, sehr aufmerksam, um die Ideen, die hier entwickelt werden, dann auch in Politik umzuwandeln. Vielen Dank, Martin Adam nach Berlin.